Willkommen zu einer neuen Folge des epischen Gothic 3 Let's Plays. Und es geht gleich los nach dem Intro. Drop this bass. So, ich würde sagen, wir spielen ja gleich auf unserem Spielstand. 15.02.2014. Nein, Quatsch. Ist natürlich, ups, der da. Oh, der hat wunderschöne Augen. Der Dude auf dem Bild. Ja. Ja, ich denke, ich hoffe, es wird jetzt nicht zu doll laggen. Könnte eventuell sein, die andere Folge lädt nämlich gerade hoch, ist der gleiche Abend. Ich habe das Gefühl, wir sind so die einzigen Let's Person. Ich weiß nicht, ja, wir sagen das irgendwie jedes Mal an, wann wir aufnehmen. Also zum Beispiel ist es noch am gleichen Abend. Ich glaube, das machen die anderen nicht so oft. Also ich nenne bewusst keine Namen. Tja. Ja, in der Folge werden wir mal hoffentlich Redok finden, also die Rebellenhauptstadt. Ich hoffe, es raschelt jetzt nicht irgendwie so zu doll, aber ich mache mal meinen Zopf nochmal neu. Ja, ich habe lange Haare, oh mein Gott. Oh, der sieht aus wie Channing Tatum, oder? Auf dem Bild sieht so ein bisschen aus wie Channing Tatum. Habt ihr mal Olympus? Nee, Olympus Has Fallen. Ist auch so ein Film, aber White House Down hieß der. Der war gut. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Den gibt es bei Amazon Prime für 0 Euro. Deshalb gibt es den ja auch bei Amazon Prime. Und oh, guck mal, das Schwerterfan, cool. Und so Wiederhaken. Hat bestimmt miese Wunden dann, wenn er da auf einmal zusticht und dann wieder rauszieht. Das dürfte unangenehm sein. Und da sind wir auch schon. Einmal kurz drehen, damit die Welt nicht so gerockelt. Wo ist Gorn? Da unten ist Gorn mit seiner Streitaxt. Ab. So, Radok ist ungefähr in der Richtung. Um Radok herum stehen überall Heilblumen. Das ist Radok. Denn man soll. Also, Heilpflanzen sind ja keine Blumen, sind ja Pflanzen. Ne? Denn man soll den Leuten hier in Radok. Wow, man soll dem Magier. Ups, das wollte ich nicht, wollte sprengen. Ja, es lag jetzt ein bisschen. Den soll man dem Magier. Soll man es den Heilblumen bringen, damit er einem was beibringt? Oder ist uns jetzt nicht so wichtig? Wir wollen ja nichts vom Magier beigebracht haben. So, Gelfer. Wenn du durch die hiesigen Wälder streifst, solltest du äußerst vorsichtig sein. Danke. Die Orks haben überall ihre Speer in diesem Gebiet. Genau. Ich komme aus Ardea. Wir haben die Orks aus dem Dorf getrieben. Rede mit Javier. Er weiß schon Bescheid. Einer unserer Späher hat das Ganze beobachtet. Javier ist unten in der Höhle. Okay. Der will mir jetzt echt erzählen. Da war einer von deren Leuten, ja? So ein Rebell, ja? So einer hier. Mit guter Ausrüstung, gute Rüstung. Und der hat uns nicht geholfen? Was sind das für undankbare Schweine? Was soll denn das? Also mal echt. Es ist mir unklar, wie jemand so dreist sein kann. So. Und ja, ich nehme hier die ganzen Scheißpilze, damit ich weiß. Aber die könnten wir eventuell noch mal brauchen. Ja, oh, es ruckelt. Oh mein Gott, jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder nicht. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder nicht. Hey. Das ist wie ein Wackelkontakt bei Kopfhörern. Habe ich auch gehabt heute. Wackelkontakt bei Kopfhörern. Ei. Oh, das war aber ein mieser Dreh. Gerade schon wieder. So, Krötenwurz. Ja, ist auch ein schöner Pilz. So schön blau-gelb. Blau-gelb mag ich übrigens sehr gerne. Blaues Blumenmixhaube. Naja. Ist das der Rebell? Mach hier keinen Ärger, klar? Ich hab ich nicht vorgehabt. Aber, oh, guck mal, eine Truhe. Zum Plündern. Was ist mit dir? Hast du nichts zu tun? Nee, gerade nicht. So, wir sind hier die übelsten Assassin's Creed Jump Meister LP XD. Du bist neu hier, was? Das ist Jay. In letzter Zeit sind viele Flüchtlinge zu uns nach Redok gekommen, aber dein Gesicht kenne ich nicht. Ich kenne mein Gesicht auch nicht. Ich brauche Waffen. Ich brauche Waffen. Die brauchen wir auch. Da gibt es nur leider ein kleines Problem. Ich habe die ganzen Unser Waffen. Letzter Schmied ist im Kampf gefallen. Oh, seitdem steht unsere Schmiede leer. Wenn du jemanden kennst, der seine Stelle einnehmen würde, dann schick uns den Mann. Okay, mach ich. Kenne nämlich jemanden. Hast du hier das Sagen? Ich bin der Erfahrenste hier, wenn es um den Kampf gegen die Orks geht. Ich schätze, das macht mich zu einer Art Anführer des Rebellenlagers. Läuft auf jeden Fall bei dem Dude. Wie kann ich euch unterstützen?
Es gibt viele Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Du musst nur mal herumgehen und die Jungs fragen, die hier sind. Wir müssen uns rüsten für die Revolution in Kap Dun. Okay. Wir haben die Orks aus Erdea vertrieben. Dir haben wir das also zu verdanken. Ach, Anruf bei Gute Arbeit. Plus 1, Erfahrung. Ab jetzt kümmern sich unsere Leute darum. Geilo. Wenn du uns helfen willst, ich habe andere Aufgaben für dich. Okay, sag an. Erklär mir die Sache mit der Revolution. Die Städte von Myrtana werden von den Orks regiert. Jedoch befinden sich einige von uns Rebellen innerhalb der Städte und halten sich im Hintergrund. Wenn die Zeit gekommen ist, mobilisieren sie die Sklaven und freien Menschen für die Revolution. Toll. Du musst diese Untergrundrebellen finden und ihren Anweisungen folgen, wenn du uns unterstützen willst. Aber natürlich. Wer ist der Untergrundrebell in Kap Dun? Er bewegt sich unter den Sklaven in Kap Dun, um nicht erkannt zu werden. Okay. Ich hoffe, sie haben ihn noch nicht erwischt. Hoffe ich auch. Ich werde dir nicht sagen, wer es ist. Dafür kenne ich dich zu wenig. Aber wenn du sein Vertrauen gewinnen kannst, sag ihm, Javier schickt dich, ihn zu unterstützen. Pass auf, ich zeige euch mal kurz. Kap Dun ist da. Und ich würde am liebsten irgendwann mal hier in den Norden gehen. Da kann man nämlich recht gut jagen. Da gibt es auch sehr starke Tiere, aber bis wir da irgendwo mal sind, haben wir bestimmt auch ganz coole Sachen. Kümmer dich besser um deinen Kram. Ja, die Leute sind immer alle so gemein zu mir. Hey, so, der kämpft mit du siehst aus, als könntest du ein paar Schläge vertragen. Kleines Kämpfchen in der Arena gefällig? Was ist denn das bitte? Stell dich mal vor. Zu euch kommt jemand, ja? Und sie so, hallo. Du siehst aus, als könntest du ein paar Schläge vertragen. Du willst dich mit mir schlagen? Nicht im Ernst. Du bist hier unter Freunden. Wir Menschen müssen gegen die Orks zusammenhalten. Aber der andere meint, ich brauche Training. Und du siehst aus, als wärst du ein ebenbürtiger Gegner. Echt? Lass dir von Norris die Regeln für den Arena-Kampf erklären. Und los geht's. Oh, schöne Kamerafahrt. Steig mit mir in die Arena. Hau ich dich weg. Alles klar. Dann zeig mal, was du kannst. Alles klar. Cooler Shit. Wir dürfen ihn jetzt noch nicht umbringen. Okay, Dude. Komm an. Komm her. Ja, na klar. Ihr bringt doch ein Schild mit. Ihr verarscht mich doch. Ey, 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 der wollte böse sein. Wir kämpfen jetzt hier sehr defensiv. Ja, oh, schön erwischt, schön erwischt. Au, klasse. Ah, jetzt hat er uns gegeben. Ah, nein, hat er zu schnell zugeschlagen. Oh, wir haben ihn! Wir haben ihn! So, wir nehmen natürlich die ganzen Sachen weg, ist klar. Macht man so hier in der Arena. Wir könnten den jetzt umbringen, wenn wir die Waffe draußen haben, mit einem Rechtsklick gedrückt halten, wenn wir seinen Namen sehen. Ist aber verboten, du darfst hier verständlicherweise keine Leute umbringen. So, das war ein guter Kampf. Uns gehört jetzt sein Hocker. Wow, sehen wir gut aus. Oh, das war zu weit. Geil. Ich komme nicht mehr aus der Kameraperspektive raus. Wir sprechen uns noch. Jetzt. Ja, jetzt. Oh, jetzt ein bisschen. Jetzt sind ich gekommen. Ja, du hast den Kampf gewonnen. Ja, weil ich gut bin. Reife Leistung. Ja, ich weiß. Du kannst was. Wenn du einen Waffengefährten an deiner Seite brauchst, bin ich dein Mann. Nett von dir. Oh, Level up. Du willst an meiner Seite kämpfen? Du bist ein vielversprechender Mann. Ja, du brauchst nur noch ein wenig mehr Erfahrung. Ja, ich weiß. Ich werde dahin gehen, wohin du gehst. Und werde gegen diejenigen kämpfen, gegen die du kämpfst. Ach, so ein kleines Dorf. Wenn du mich nicht mehr brauchst, schicke mich einfach wieder zurück. Wie als ob das so ein Haustier fährt, wie ein Haustier funktioniert. Ja, das Haustier so. Wie, der ist wie so ein Tamagotchi, nur dass ich den nicht füttern muss. So. Wo ist denn hier der Norris? Da ist er. Ah, ein neuer Mann. Ja. Was machst du hier? Ich kümmere mich um unsere Kampfkraft in Redok. Wir Toll. Trainieren und versuchen uns, so gut es geht, auf einen Kampf mit den Orks vorzubereiten. Super geil. Der abgesperrte Bereich da drüben ist unsere Trainingsarena. Ja, da habe ich schon jemanden fertig gemacht. Nee, ich will eine Quest haben. Ich will eine ganz besondere Quest haben. Und ich sage euch aber noch nicht, welche. Aber ich will sie und wir nehmen einen Heiltrank. Denn wir brauchen einen Heiltrank. Denn Copper, heißt der Cooper oder Copper? Der ist Copper. Weil Kupfer uns ganz schön fertig gemacht hat. Ja, der war schon richtig ab. Pass auf.
Mach hier keinen Ärger, klar? Die sind alle gemeinsam. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Oh, willkommen, nein, Fremder. Scheiße, das ist Marlo. Was kann ich für dich tun? Ah, oh, nein, lass mich bloß rum mit dem. Oder vielleicht einen starken Schluck aus der Schnapsflasche? Marlo verkauft dir alles, was du hier an der Küste brauchst. Die Schnauze. Wer bist nein, du? Ich wollte auf Ende klicken. Ich bin der beste Händler hier an der Küste. Ich bin der beste. Von Ardea bis Kap Dun. Was mich vor allem interessiert, sind Wertsachen. Silber, Gold, Edelsteine, ich nehme alles. Ich komme da nicht mal raus. Woher kriegst du deine Ware? Wir haben Leute in den Städten, die sich um Nachschub kümmern. Wenn du uns erstmal ein paar Wertsachen besorgt hast, werden sie sich dir zu erkennen geben. Was machst du mit dem Kram? Ich kenne Wege, das Zeug in blanke Münzen zu verwandeln, und die brauchen wir. Du unterstützt also eine gute Sache, wenn du mir das Zeug bringst. Oh, Andi, wir können... Zeig mir deine Ware. Der hat so eine anstrengende Stimme. Ich bin Marlo und ich... Hey, toll, ne? Ah, ne, echt da. Oh, guck mal, um 7000 Münzen. Geilo. Den Schmied haben wir behalten. Die Pfanne brauchen wir nicht mehr. Hallo, so. Den Wein behalten wir, Wasser behalten wir, Schnaps behalten wir auf jeden Fall. Auch Spitzhacke behalten wir natürlich. Bolzen brauchen wir jetzt erstmal... Ach, das ist ja der Marlo. Und wir haben nur 618 Münzen. Schade. Nee, wir haben keine abgenutzte Klinge. Nein. Wir brauchen das alles nicht mehr. Rüstung. Gut, Schildparade können wir nicht. Die Sachen behalten wir alle. Jetzt wird's spannend. Scavenger Eye brauchen wir nicht mehr. Rohes Fleisch können wir braten. Das behalten wir allerdings alles. Den Pokal nehmen wir mal nochmal weg. Wenn ich einen Goldausgleich haben, tausche mit ihm. Und ich hätte gern das da. Dann wissen wir nämlich, wie man Schnaps herstellt. Und das turnt mich ganz schön an. Eine Weltkarte haben wir schon. Wir nehmen... Achso, einen Schmiede haben wir, nehmen wir mit. Und eine Spitzhacke. Damit wir das jetzt auch schon mal quasi als Grundvoraussetzung, sage ich jetzt mal, haben. Und ach, die Dolcher sieht auf jeden Fall auch gut aus. Ich habe gerade auf meine Tastatur gespuckt. Stör mich nicht. Da siehst du ganz unfreundlich mit. Stör mich nicht. Mach keinen Ärger hier. Ich bin Manu. Richtig nervig, die Leute hier echt. Die gehören den Kerl abgeschlachtet. Ich weiß noch, als ich das erste Mal Gothic gespielt habe. Ich Copper besiegt, außer sind auf Rechtsklick gekommen. Dann waren alle hinter mir her. Und Copper war tot. Hm. Da war alles besser. Scheiße. Da waren nicht so Leute, die ankamen. Ich bin Manu. So, wo ist denn hier der Anführer? Erzähl mir etwas über diesen Ort. Du bist hier im größten Rebellenlager an der Küste. Cool. Wir nennen es Reddok. Viele königstreue Menschen, die noch nicht von den Orks versklavt wurden, verstecken sich hier. Ich kann nur für dich hoffen, dass du kein Spitzel der Orks bist. Ja, das sonst kann machen wir mit dir hoffen. Kurzen Prozess. Ja, verstehe. Komisch. Irgendwie. Zeig mir deine Ware. So, mal sehen, was der Dude hier dabei hat. Würde ich auf jeden Fall mitnehmen, denn finde ich eigentlich ganz cool. Abnehmen können wir uns leider nicht leisten. Aber wie viel Geld hat der denn mit? Und den Pfeil. Jetzt sind wir eigentlich momentan leider ganz schön blank. Was haben wir denn für eine Russie an? Gar keine. Geilo, jetzt haben wir eine an. Ich glaube, zerschmettern waren unter einem Streitkopf und so, aber auch Tiere, glaube ich. Ich bin nicht hier. Ey, wartest du mal? Hallo, Belfort? Hallo? Da. Die Orks wissen nichts von diesem Rebellenlager. Wenn die Orks wüssten, dass wir uns hier verstecken, hätten sie uns bestimmt schon getötet. Ja. Erzähl mir mehr über euch, Rebellen. Wir sind die einzigen freien Menschen, die noch gegen die Orks kämpfen. Unser größtes Problem hier an der Küste sind die Ork-Patrouillen. Letzte Nacht sind sie uns schon gefährlich nahe gekommen. Ork-Patrouillen. Wo sind diese Ork-Patrouillen? Eine ständig wandernde Ork-Patrouille befindet sich momentan zwischen uns und Ardea. Die zweite hat sich im Osten auf einem Bauernhof zwischen uns und die auf dem Bauernhof bringen wir um. Wenn wir uns nicht bald darum kümmern, werden sie Reddok auf kurz oder lang finden. Ich werde der Ork-Patrouille auf dem Bauernhof einen Besuch abstatten. Ganz genau. Sei vorsichtig. Wenn sie dich für einen Rebellen halten, werden sie dich auseinandernehmen. Nee, ich kümmere mich um die wandernde Ork-Patrouille. Genau, die hau ich weg. Na gut. Pass aber auf, dass sie unser Lager hier nicht finden. Mach ich schon, du kleiner Frotz. Das war ein bisschen geklaut, aber ist jetzt egal. Also.
Wir gehen jetzt in den Bauernhof, von dem ich ganz zufällig ganz genau weiß, wo er ist. Und, oh mein Gott, und, oh! Guck mal, ich wollte mein Schwert gar nicht rausnehmen. So, hier ist eine Truhe, geiler. Und jetzt nimmt er Dietrich. Okay, er nimmt doch keinen Dietrich. Aber hier ist zweimal gegen Krankheit, Schnaps, eine Wasserflasche, eine leere Flasche. Und Münzen. Sonst ist hier nichts. Ich glaube, normalerweise ist hier nicht eine Schaufel. Schau dich. Wieso? Hier ist mal heil. Hier. So, heil dich mal. So, super. Ihr werdet jetzt gesehen, jetzt sind wir nicht mehr 13 Heiltränke, sondern ich wollte nicht mein Schwert rausnehmen, ich wollte springen. Und dann 12. Das ist ganz ungewohnt, echt. Also, ich bin ja gewohnt, mit Leiter zu springen, ist ja bei Shootern immer so. Die Schweine hier werden wir uns wahrscheinlich irgendwann noch gönnen, weil die geben gut Fleisch. Hallo, ich bin der Jan. Hey, Topo. Was suchst du hier, Mora? Solltest du nicht besser auf den Feldern arbeiten? Hör doch da los, ich will für dich hoffen, dass du schon einen Besitzer hast, denn sonst gehörst du jetzt mir. Ich bin gekommen, um dich zum Zweikampf zu fordern. Richtig agro. Ganz schön anmaßend von dir, kleiner Mann. Also Michael, du kleiner. Aber wie du willst. Du kleiner Freund. Du sollst deinen Kampf haben. Niemand besiegt mich, Mora. Ja, das denkst du. So, wir gehen hier mal raus, damit ich ein bisschen mehr zum Kämpfen habe. Ey, ich laufe auch noch rein, ich bin doch dumm. Das gibt's doch gar nicht! Geilo! Wow, Koppa, du machst das richtig gut. Wo ist mein Schwert? Ich dachte schon. Ja, sehr gut, Koppa. Okay, wird spannend. Uiuiui, ist das spannend. Würdest du bitte aufhören, alle meine Angriffe zu blocken? Hallo? Würdest du mich bitte in Ruhe lassen? Hallo? Nein. Ich bin weg, ich trinke jetzt erstmal einen Heiltrank. Als ob, ich habe doch einen Heiltrank getrunken. Wieso tötet der mich nicht? Normalerweise töten die Gegner einen doch. Naja, Koppa macht das schon. Das ist ja alles noch Zweikampf, alles fair, alles. Ich nehme jetzt eine falsche Drohung. Was hat denn der Koppa noch? Ich sehe das gar nicht. So, Herr Topok, töte sie jetzt. Headshot. Lass mich in Ruhe. Ups, ich hab ihn wohl leider umgebracht. Ups. Oh oh. Koppa? Die haben Koppa umgebracht. Nein. Zumba, was soll denn das? Hallo? Oh shit. Cliff, rette mich. Das ist nicht so geil. Ey Mann, die haben meinen Freund Kupfer getötet. Jetzt ist der Speer da ganz schön wütend. Toll. Bam! Geil, ich schieße einfach direkt neben seinen Kopf. Bam! Headshot! Schultershot! Ich weiß, dass das eine übelfeige Taktik ist, aber irgendwie müssen wir die ja umbringen. Ja, gut so. Ihr geht immer in den Kopf rein. Ja, hat funktioniert. Es laggt. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Es laggt wieder. Oh mein Gott. Ui. Ich hab daneben geschossen. Wer hab ich denn jetzt getroffen? Shit. Oh, wirf. Oh, ein Hirsch. Geilo. Hey, da war ein Hirsch. Mann, ich hab weg. Würden Sie bitte aufhören, mich zu beschießen? Ja. So macht das ein richtiger...
Ich. Wer ist mit dem Wunderpunk? Zeig's mir nicht. Leute, es gibt einen Kampf. Ihr habt schon hier den Bauer gehört. Da also, konnte ich gerade den Bolzen auffangen. Das wäre ja super geil. Lass du nicht nach, Silf. Ich will dir den Ton. Ah, ich lade halt viel schneller nach als er mit seiner Armbrust da. Nein, Armbrüste sind schon gut. Oh, da haben wir die Rebellen auf dem. Die Patrouille auf dem Bauernhof getötet. Wir trauern alle um unseren Freund Copper. Er war ein wirklich tapferer Mensch. Es ist unglaublich, dass er hier gestorben ist. Ah, guck mal, der hat 26 Gold dabei gehabt. Es ist eine Schande. Er war einer der treuesten Gefährten, die wir jemals hatten. Also, der andere Games ist jetzt. Aber es ist natürlich. Eine Frechheit ist das. So. Und wir sind schon wieder bei über 20 Minuten angekommen. Und, Copper, es ist einfach unglaublich traurig, dass du tot bist. Und dass man dich nicht looten kann. Das ist eine unglaubliche Frechheit. Oder wie so ein Schwein. Bam! Das Schwein ist tot. Wie hier aufnimmt, was. Oh. Der ist ein bisschen angry jetzt. Oh, tötet er uns eigentlich? Nein, ist gut. Jetzt müssen wir kurz weglaufen, damit er nicht mehr angry ist. Dann gönnen wir uns aber noch das Schwein hier. Na, wissen wir mal. Ich hoffe, unter euch befinden sich keine Schweinfreunde. Dann tut mir das leid für all diejenigen, die hier Schweine mögen. Oh, ein Scavenger. Die uns übrigens auch instant töten. Cliff, würdest du das bitte unterlassen? Das ist ein bisschen nervig. Sag mal, was soll denn das jetzt? Ich mach dich gleich weg, Alter. Aber wir dürfen den nicht töten, denn wisst ihr was? Der steht hier an so einem Schleifstein. Nein, steht er nicht. Aber das ist ein Schmied und deshalb können wir den nicht umbringen. Oh Gott, Alter. Wie weit sollen wir denn von dem wegrennen? Erstmal halt dran. Ah, super, die Kampfmusik hat aufgehört. Traurige Musik, weil Copper gestorben ist. Ah, oh, scheiße, jetzt reicht's mir aber, Alter. Womit denn? Jetzt nicht mehr womit denn? Wir haben nämlich nur was gesehen. Und jetzt die ultimative Gorfell-Action. Geil. Oh, es ist anstrengend. Immer noch anstrengend. Frag mich nicht, was wir davon haben. Immer auf die Kleinen. Ja. Immer auf die Dicken, wo eher. Gut, das war's dann. Oh, hier, das war wirklich richtig geil. Mach keinen Unsinn, Fremder. Sonst werden uns die Orks bestrafen. Ach, die Orks sind doch tot. Welche Orks? Was machst du hier? Ich bin Sklave der Orks. Ich arbeite für sie als Holzfäller auf dem Offensichtlich, du bist Verräter. Den Rücken krumm. Dabei bin ich doch Schmied, verdammt nochmal. Aber als Schmied zählst du bei den Orks nicht viel, wenn du nur ein Mensch bist. Du bist jetzt frei. Ich danke dir. Ich dachte schon, ich müsste sterben. Die Rebellen in Redok brauchen einen Schmied. Das ist ja wunderbar. Endlich kann ich wieder als Schmied arbeiten. Aber ich weiß doch gar nicht, wo dieses Redok zu finden ist. Ich bring dich zu Javier, dem Anführer in Redok. Vielen Dank, Fremder. Meine Antwort. Sag Bescheid, wenn es losgeht. Geht los. Ich bring dich weg. Gut. Das machen wir noch und dann geht's los. Dann war's das. Entschuldigung, dann war's das. Denn wir überziehen hier maßlos. So, da sind aber noch zwei Heilpflänzelchen. Geilo. Upsi. Ich hab grad Wölfe gehört. Nein, nicht die Fackel. Er nimmt die Fackel. Scheiße. Und die Fackel. Jo, wir haben ihn. Das war nicht so geil. Aber wir haben den Hirsch hier.
Normalerweise, also was ist normalerweise, wenn ich den Skill habe, kann ich den auch Fell und so abziehen, aber ja, das geht nicht. Also geht das nicht. So. Jetzt tun wir uns noch ärgern, wenn man zu nah an die rangeht, dann sind die ein bisschen aggro und rennen weg. Ah, da ist er hier, der kleine, der süße. Dich den erstmal weggebracht habe. Also, das zweite Mal, ich habe schon erzählt, beim ersten Mal habe ich den aus Versehen getötet, aber als ich den wegbringen sollte, das erste Mal, da ist er mit der wundervollen KI runtergesprungen und gestorben. Nein, komm schon. Oh. Ja, ich sammle hier jetzt noch alle Pflanzen ein. Vielleicht brauchen wir die später mal noch. Weiß man ja nicht. So, aber jetzt. Ich sehe nichts. Jetzt sehe ich wieder was. Hallo, Kennings. Ich weiß, Mann, ich weiß. Wo ist denn der? Der, nee, das ist ein Holzfäller. Der da. Genau. Die Ork-Patrouille vom Bauernhof ist tot. Ja, das kennt er. Sei Dank. Dieser Trupp hat mir ganz schöne Kopfschmerzen ganz bereitet. Schöne Kopfschmerzen. Wie du das angestellt hast, will ich gar nicht wissen. Trotzdem, gut gemacht. Ich weiß. Hier hast du einen Anteil von unserem Gold, Fremder. Was? 500? Ist man nicht Zeig mir deine Ware. Da muss ich die wohl leider umbringen, also 500 ist nicht genug. Nee, so 500, das geht euch nicht. Als wenn das so einfach wäre. Manchmal labern die im Hintergrund einfach dazwischen, das ist ganz witzig. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Stör mich nicht. Wenn man die ganze, also wenn die dich ganz erledigt haben, werden die grün und dann sagen die sogar nette Sachen. Spring, spring. Ui. Ui. Ich weiß nicht mal, ob man daraus irgendeinen Mehrwert hat, weil ich weiß nicht, ob man schneller ist. Möglich ist alles. So, kommt er mir nach? Der kommt mir nach. So, wenn der jetzt da runterspringt schon wieder, dann machst du dich aus. So, hier ist dann seine Schmiede. Bei ihm kann man dann sogar schmieden lernen. Aber hier ist Wasserfass erstmal hier. So, bisschen Wasser trinken, gleich nochmal. Daran kann man sich theoretisch auch hochheilen. Ich glaube, man kann sich auch einfach ins Bett legen. Hat mehr Mehrwert und geht schneller. So, Javio. Da ist der. Kommst du jetzt mal bitte mit? Hallo? Ich nicht der Klickste. Hallo, wir müssen die Folge irgendwann beenden, ja? Ich habe dich heute schon gerettet. So, hier sind wir bei dem Javio. Javio. Cliff ist Schmied und wird ab jetzt für euch arbeiten. Das hast du gut gemacht, Fremder. 30 Jetzt können wir unseren Waffenvorrat und wieder aufstocken. Erfahrung. Ja, dafür brauchen wir aber immer noch Eisen. Vielen Dank, Fremder. No problem. Das werde ich dir nie vergessen. Ach, nimm dies hier von mir als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ah, wir kriegen noch was von ihm. 300 Gold nur. Zeig mir deine Ware. So, was geben wir hier noch? Zwei in der Rubinklinge. Zum Bauen, also jetzt. Und Rohstahl. Eventuell werde ich das irgendwann mal behandeln. Jetzt aber nicht. Denn wir sind jetzt schon bei 28 Minuten zumindest fast. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt der Folge einen Daumen nach oben, schreibt eine Bewertung. Wenn sie euch nicht gefallen hat, gebt der Folge einen Daumen nach unten, schreibt eine Bewertung. In jedem Fall schreibt eine Bewertung. Wenn ihr keine Bewertung schreiben könnt, weil ihr keine Hände habt, ist das nicht so schlimm. Dann seid ihr entschuldigt. Dann schreibt in die Bewertung, dass ihr keine Hände habt. Wir sehen uns das nächste Mal. Schuh!